Moin moin und willkommen zur 120. Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Jo, wir wollten uns jetzt um Schneiderlein kümmern. Das werden wir jetzt auch tun. Also mal den Meistertitel abräumen. Zumindest von Wählen. Quatsch, Wählen. Nur wie grad. Was ist denn hier passiert? Schon wieder jemand geschlachtet worden. Nicht unser Problem. So. Käsig. Ii, nee, wer ist denn verdorbene Schafsfüße? Hallo? Hittigit. So, hier irgendwo so langsam kommt er ran. 160. Im Leben muss man was wissen. Ist er im Vorort? Wir sagen es jetzt zum letzten Mal. Verschwindet. Ah, scheint im Vorort zu sein. Der liebe Snyder. Und Fennec. So. Kann auch wieder ein bisschen Gas geben. Bringt uns das nichts. Wird es dem Schneider gelingen, Meister zu bleiben? Wir werden es bald erfahren. Okay. Machen die richtig Aufriss drum? Wir haben dich erwartet und schon Fetten angenommen. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. In welcher Welt solltest du mich schlagen können? Der Neue mag recht dürr wirken, aber denk dran. Er hat den Feldwebel des blutigen Barons von Velen besiegt. Dieser Elf ist ein Armleuchter. Waren das bisher alle Meister von Novigrad? Nein, ich bin der Erste. Weißt du, warum man mich Schneider nennt? Weil ich ein paar Männer ausgeweidet habe. Mit diesen Händen. Ich wusste, es würde eine Scheißgeschichte sein. Wie, 120. Schick, schick. Ich bin hier, um gegen den Schneider zu kämpfen. Also los. Hört, hört, Novigrader! Welch Ereignis! In wenigen Augenblicken tritt Geralt von Riva gegen den Schneider an. Hier mit dir, Arschloch. Onkel Durden näht dir ein neues Gesicht. Ah ja. Wieder so ein aggressiver Penner. Fehler. 24. Immerhin. Ordentliches Level hat er ja. Aber auch das wird ihn nichts bringen. Na komm. Gut. Knack. Und nochmal hier. Okay. Lappen. Au. Genau in dem Moment, wo ich sage. Das war so klar. Komm her. Zack. Und knack. Und knack. Kontert er. Ah, kontert auch. Naja, war aber irgendwie zu erwarten. Zack. Durden ist nicht mehr Meister. Der Titel gehört ab sofort dem Vagabunden. Wenn du noch nicht genug hast von der Klopperei, findest du in Velen und Skellige weitere Gegner. Jawohl, das wissen wir. Aber wir wollen jetzt erstmal den Rest der Katzenschule holen. So. Ja. Ich würde mal sagen, da machen wir erstmal weiter. Dum. Gucken wir mal, wo ist denn das? Uff, das ist ja ganz weit weg. Gab's hier nicht irgendwo einen Wegpunkt? Ist das nicht da? Zufällig? Nee. Komm jetzt. Gab's doch einen. Wo ist er denn? Hinter uns. Dann einmal da lang. Richtig? War das richtig? Ja. Da ist er. So, wohin denn? Sache an hier. Da. Kein Problem. Machen wir doch. Gerne doch für die verbesserte Katzenausrüstung. Gerne. Tja. Oh, was ist hier kaputt? Das sind ja böse Viecher.
noch ein paar mehr. Oh, 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 oh. Explosion, Explosion, Explosion. Uiuiui. So, kommt her. Blöden Viecher. Ha. Leuch wieder weggekontert. Weg, weg, weg. Ach, ich bin so ein... Ja. Ui. Autsch. Ein Alkohol. Das war jetzt scheiße. Zumal ich nicht weiß, wo er gespeichert hat. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Naja, müssen wir durch. Ich hoffe, er hat hier direkt gespeichert, was ich nicht vermute. Hm. Naja. Komm, mach hinne. Machst du hinne hier? Dum, 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 dum. Wo sind wir? Ha, sehr gut. Glück gehabt. Ziemliches Glück gehabt. Und weg da. Ja, Alkohol. Mach gleich weg. Du? Mach mal Peng. Komm. Kurz Peng machen, genau. Oh, die anderen spinnen noch ein bisschen rum. Ach, blöde Lampe, blöde. Hopp. So. Immer wieder das gleiche. Einmal nochmal zu viel raufhauen. Jetzt kommt mal her hier. Oh. Jetzt aber. Nein. Jetzt. Geht doch. Mann, Mann, Mann. So. Den Scheiß mitnehmen hier. Da ist er. Okay. Jetzt sind wir irgendwie immer noch so ewig weit weg. Okay. Naja. Aber so geht das dann schon. Ey. Zack, 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 zack. Hätte eigentlich nochmal meditieren können. Hm. Naja. Jetzt ist es zu spät. Eindeutig zu spät. Mit denen nehmen sollen? Ah. Bin ich gerade verwirrt. Kurz gucken. Okay. Wenn die anderen nehmen sollen. Den da. Macht Sinn. Macht Sinn. Fette Höhle. Okay. Da Fuchs sag ich nur. Ob wir hier wieder rauskommen? Schon mal interessant, dass wir hier mit Platz da rein können. Ach, ist hier. Karte. Hm. Scheint ja richtig zu sein. Nur hätten wir vielleicht mal was aktivieren müssen. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir nochmal. Kann man ja Plätze. Achso. Rausrufen dürfen wir den Gaul nicht. Ha. Also eine zeigt er direkt hier an. Sehe hier aber nichts. Hm. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Vielleicht oben drauf? Nee, er sagt unten. Rutschi, rutschi, rutschi. Hier ist doch gar nichts. Ach, da. Da ist es. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Alles klar. Jetzt können wir uns hier auch umschauen. Da haben wir doch schon was. Ja. So viel dazu.
das große Geheimnis gelüftet. Aber krasse Höhle hier. Soll man eigentlich noch mal rein? Aber nicht jetzt. Haben wir gerade keine Zeit zu. Okay. Können wir da rüber schwimmen? Bin mir nicht sicher. Sieht so weit aus. Hey. Schade. Ich dachte, der Gaul springt mit rein. Glitscht wieder weg, aber nö. Na gut, dann müssen wir einfach mal schwimmen. Seht ihr das da rechts? Da in der Luft. Da werden wir gleich ein paar Viecher im Wasser landen. Flop. Direkt vor uns auch. Ach du Scheiße. Naja. Wird schon gut gehen. Hoffentlich. Okay, und dann ist es auch nicht mehr so weit. Das ist doch gut. Abgehängt, eindeutig. Eindeutig der bessere Schwimmer. Und weiter geht's. Irgendwo da oben. Naja. Rummel mal rum. Interessiert mich nicht. Dum-di-dum. Was bist denn du? Na. Egal. Ach, hier ist das Elfenlager. Wenn mich alles täuscht. Ohoho. So, und hier irgendwo müsste gleich das kommen. Irgendeine Ruine oder so? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dafür ist plötzlich gleich komplett durch. Jetzt. Kann nicht mehr. Los, los! Da lang. Oh, was ist denn hier? Heya! Was ist denn hier? So, so. Was haben wir hier? Na. Vollmilch und Finsternis. Neue Quest. Aha. Was kann man denn hier noch rausfinden? Aramas Anwesen. Aha. Okay, aber erstmal hier. Hier ist sie da. Da. Gib her. Jetzt untersuchst du das auch nur. Okay. Das heißt, ohne die Quest macht er da nichts. Gut, gut, gut. Okay, was ist denn hier kaputt? Das Haus ist komplett zerstört, aber der magische Kreis ist intakt. Das ist wohl ein verschlossenes Portal. Ich muss den Schlüssel finden. Okay. Deswegen Milch und Finsternis. Aha. Grunz, Grunz, Grunz. Was haben wir denn hier? Was mag das wohl bedeuten? Okay, ist das auch für die andere Quest wieder? Aha. Sehr schön. Gut. Dann mal gucken. Beere, 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 Katze, Katze. Ha. Gucken wir mal. Ja, sieht aber soweit ganz gut aus. Langsam lichtet sich das Bild. So, wo müssen wir denn dafür hin? Wie, jetzt wieder nach Novigrad? Nee, nicht ganz.
Da ist irgendwo so eine Ölle. Da müssen wir hin. Okay. Kein Problem. Was haben wir denn hier? Was mag das wohl bedeuten? Da Fug? Okay. Krasse Scheiße. Interessant. Was vielleicht was mit dem Dingens hier zu tun hat, mit dem Portal. So, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es was damit zu tun hat, aber inwiefern? Oh. So. Bin ich auch mal vor allen Dingen gespannt. Ist ja knallig rot, die Quest. Ob wir das so einfach hinbekommen. Naja, das werden wir wohl gleich rausfinden. Ob es aufs Maul gibt oder nicht. Jo, Gaul, komm ran. Guck mal. Na, wo ist er? Da ist er. Zack. Weiter so, Plätze. So, hier ist jetzt irgendwo eine Elle. Ha. Kommen wir denn da jetzt? Heya! Gescheit runter. Hier. So, wo ist sie? Zumal wir da ja auch schon mal waren. Da ist sie doch schon. Da ist sie doch schon. So, dann gleich nochmal speichern. Schild anschmeißen. Und dann gucken wir mal. Dunkel, dunkel. Vielleicht mal die Fackel. So. Und nu? Wo ist jetzt hier? Ist bestimmt wieder am Eingang gewesen. Da. Sag ich doch. So. Mal gucken. Irgendwo hier. Guck mal. Was haben wir denn hier? Hallo? Hä? Ha. Scheint so nicht zu sein. Dachte, das wär's. Da kann man noch. Irgendwie. Dahinter ist doch was. Dahinter ist er was. Uff. Tada. Sehr schön. Warum auch immer das knallig rot ist. Naja. So. Jetzt haben wir doch nochmal wieder einen Riesen. Reise vor uns, oder was? Will er uns dann jetzt schon wieder hinhaben? Okay. Dann machen wir mal eben da wieder schnell einen Abstecher hin. Da. So, halt. Da müssen wir hin. Wenn du meine Frau anrührst, hau ich dich um. Okay, nö, hatten wir eigentlich nicht vor. War nicht der Plan. Wo ist es denn? Da. Einmal zur Drachentür der Grodi. Ja, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge an Rüstungsteilen abgearbeitet. Oh. Komm her, Gaul. Okay. Haben die sich da mal irgendwie so ein bisschen verheddert? Ups. Komm schon. Ah, jetzt sind sie aggro. Naja.
Einfach rauf, rauf, rauf. Wegschnitzeln. Geht doch. Kein Thema. Du wirst auch einfach weggeschnitzelt. Keine Chance. So, ey. Nicht abbauen. So, nicht mal groß Schaden bekommen. Interessant. Finde ich gut. So. Wo haben wir dann das Teil? Grunzi, Grunzi. Von Neckar. Und hopp. Ha. Klappt doch mal hier. So ist das doch schön. Oh, wer bist denn du? Oh, dich kennen wir ja schon. Scheiße. Uiuiuiui. Erstmal Abstand. Erstmal Abstand. Kai. Golem. Puh. Moment. Haben wir hier vielleicht irgendwie nochmal was Neues bekommen? Guck mal hier. Chance auf kritische Treffer. Ja, ist okay. Schadensresistenz, bis eine Obergrenze erreicht ist. Das hört sich geil an. Das hört sich richtig geil an. Aber sonst... leider nix. Ha. Neues Gift. Sehr schön. Also, neues Öl. Okay. Das müssten ja Konstrukte sein, hm? Das müssten jetzt wirklich mal Konstrukte sein. Golem. Ja, Konstruktöl und Dimeteriumbombe mal wieder. Okay. 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 So. Das. Nein, das. Das. Das ist geil. Also hört sich zumindest genial an. So, bevor wir das jetzt machen, müssen wir aber erstmal nochmal rasten. So. Okay. Konstruktöl. Machen wir das. Na? Da. Sehr schön. Okay. Bin ja mal gespannt, ob das jetzt was wird. Ich glaube ja irgendwie nicht so wirklich dran. Oh fuck. Die Bombe vergessen, ne? Ja. Erstmal egal. Erstmal egal. Ja, schon falsch. Schon eher eingefroren? Ja. Wirklich mal getroffen. Und nochmal getroffen. Autsch. Das hat schon echt weh getan. Vogel. Ja. Okay. Also seitlich wegrollen sogar schon fast besser bei ihm. Uiuiuiui. Der hält aus. Sollte man vielleicht sogar überlegen, das Schwert nochmal aufzurüsten. Ja, wobei. Irgendwie wirkt das Öl nicht. Kann das sein? Funktioniert die Taktik bei ihm relativ gut. Sogar ziemlich gut. Wow. Ja. Ein bisschen gepennt. Naja. Gucken wir mal, wie weit wir das so weiter treiben können.
können ihn ja nochmal die verbesserte Karatsche an Pödel werfen. Okay. Ja, die Dimeterien-Bombe bringt ja auch nicht so viel in dem Sinne. Ja, komm. Wir müssen jetzt erstmal den. Also. Der Onyx. Einmal schlürfen. Besser ist das. Vergiss es. Na. Treffen sollte man schon. Genau. Sieht doch ganz gut aus so. Aha. Ja, ist schon verballert. Autsch. Na. Oh, war doch ganz okay. Autsch. Spacken. Man kommt da nicht so drauf klar. Ah, ein bisschen schneller kämpft hier. Ja, trotzdem ein bisschen auf die Ausdauer achten. Nicht übertreiben das Ganze. Oh. So. Sieht aber gut aus. Autsch. Könnte sogar echt ein bisschen Krampfkampf klappen. Du Spinner. Ja, ja, grunzt du nur. Das gefällt dir nicht. Ist aber irgendwas anderes. Oh, fuck. Das hat gesessen. Ja, ja. Freu dich nur drüber. Okay. Das ging ja mal total daneben. Ah. Au. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, dann ist er wohl doch noch ein Tickchen zu hart. Hat auch irgendwie nicht so ganz mit dem Öl hingehauen hier. Das hat mich ja schon ein bisschen irritiert. Habe ich das vergessen? Nee, eigentlich nicht. Tja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der ist einfach noch einen Tick zu hoch. Noch einen ganz kleinen Tick. Ja, dann ist es halt so. Gut, gut, gut. Was wollten wir denn da kriegen? Die Rüstung wollten wir da bekommen. Okay, gucken wir nochmal ganz kurz, was die Waffe sagt. Dann könnte man es ja nochmal... Aha. Aber dafür müssten wir dann 23 sein. Das würde uns was bringen. Das heißt, wir müssten einmal das Greifenschwert... Und das haben wir inzwischen. Das ist gut. Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir ja einen Plan für die nächste Folge. Nämlich mal dieses Schwert organisieren, um den Typen hier nochmal anzugehen. Das klingt doch nach einem Plan. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.